Wow, da riecht es gut. Viele Vereine aus nah und fern. Ich bitte Sie, wer also gern am Appell dran teilnimmt, ich bitte alle dann hier mal im Rundteil Aufstellung zu nehmen, dass wir 14 Uhr den Appell beginnen können. Natürlich haben wir zahlreiche Gäste, die wir ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir heute wieder hier zusammen uns treffen durften und so viele unserer Einladung gefolgt sind. Ich will nichts über Götter sagen, das muss so sein. Wir wollten das, jetzt haben wir das. Alles gut. Wir haben für alle etwas Schönes vorbereitet. Wir sind der Meinung, dass es
uns gelingen wird, die nächsten Stunden gemeinsam in Freude zu verbringen, ein bisschen was mit Schießen, wir haben aber auch viel mit Reden, wir wollen eigentlich miteinander reden. Das, denke ich, ist fast wichtiger als das Schießen heute mal. Kommen wir zu unserer Königsproklamation. Davor möchte ich aber unser Präsidium vorstellen. Zuerst begrüße ich unseren Oberbürgermeister Cesar Roßlau, den Herrn Dr. Robert Beck. Einen guten Freund, der nicht das erste Mal bei uns ist. Der Bundestagsabgeordnete Müller. Ja, wir haben schon ein paar Jahre miteinander zu tun und sind auch immer. Ich erinnere mich an die Fahrt nach Berlin. Und vom anhaltischen Heimatverbund oder Heimatbund. Das ist immer das, da ist nicht meine Schiene. Das ist der Präsident für Sachsen-Anhalt, ne? Der Präsident Sachsen-Anhalt, Heimatbund. Ich möchte gar nicht alle vorstellen, aber wenn wir einen Heimatbund hier stehen haben, dann haben wir auf der anderen Seite gerade unsere, also 25 Jahre kommen die bestimmt schon einige, aus Radegast. Wir waren schon bei Ihnen, Sie waren bei uns, alles top. Der Jägertor hat sich auch Mühe gegeben und ziemlich gleichmäßig geschossen. Der Schützengilde Dessau und des Dessauer Stadtschützenbundes. Und die werden vornehmen, die Vorsitzende des Dessauer Stadtschützenbundes, die Anja Koch, und unser langjähriger, mein Vorgängerpräsident hier in diesem Amt und im Stadtschützenbund, der Klaus Hiltrop. Ich bitte nach vorn Christa Czerwis, die Vereinsschützenkönigin der Schützengilde Dessau. Dann bitten wir unseren neuen König, der proklamiert werden soll, bitte nach vorne, Dieter Haseloff. Einen schönen Applaus übergeben. Bitte mal stehen bleiben für das Foto. Und einen ordentlichen Beifall. Dankeschön. Vereinsschützenkönig 2023-24 Christa Czerwis und Dieter Haseloff. Dankeschön. Zum Salut. Hochschlagen an! Gut. Feuer! Wer bei dem Fuße? 1, 2, 3, 4. Geladen! Honoritäten! Bitte mal stehen bleiben, gleich die Honoritäten daneben, weil das eine Ehre ist für die Stadt, sowas wohl zu sehen für unsere Bürger. Ulf Koch, bitte nach vorn. Dritter Platz, Sascha Miesler. Sascha Miesler wurde schon vorgestellt in der Zeitung, ganz wunderbar, für seine besten Ergebnisse. Hier können wir mal besonders gratulieren. Mal ein Foto. Ja. Ja.
Bildung, wenn wir aussenden. Foto ist genehmigt, Dankeschön, wunderbar. Auch dieses Königspaar wird geehrt mit einem Ablöseorden, den ich jetzt anstecke, oder Klaus? Wir danken dem Stadtschützenkönigspaar und möchten jetzt das neue Paar proklamieren. Das neue Königspaar, das neue Stadtschützenkönigspaar sind Yvonne Jahnke von der Schützengilde Dessau e.V. und Frank Müller von der Focker-Roder Schützengesellschaft. Gut, Schuss. 4. 5 Salut. Hochschlagen an. Feuer! Wer bei dem Fuße? 1, 2, 3. Bitte stehen bleiben. Bei den Frauen hat den zweiten Platz Renate Püschel erreicht. Und den dritten Platz Antje Müller-Schubert. Und wir möchten heute Danke sagen, Herr Dr. Dauer zum Schützenhauptmann. Oh. Danke für deine fleißige Arbeit, danke für deine guten Schießergebnisse. Ich bekomme dich heute zum Stabsoberfeldwebel. Bitte nach vorn, Frank Hartmann, herzlichen Glückwunsch zur Beförderung zum Oberfeldwebel. Herzliches Dankeschön für die Einladung. Es ist zu einer liebgewonnenen Tradition bei mir geworden, den Sommer mit dem Schützenfest zu beginnen. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind und auch den Schützensport pflegen und die Tradition pflegen und all diejenigen, die heute erfolgreich Urkunden übergeben bekommen haben, ein ganz herzlicher Glückwunsch. Und natürlich für die Königinnen und König, die Königin und den König, auch mein ganz herzlicher Glückwunsch und gutes Durchhaltevermögen. So ein Jahr ist ja doch recht anstrengend dann, wenn man von verschiedenen Gelegenheiten die Stadt und den Schützen vertritt. Dafür alles Gute. Und jetzt würde ich es mit meiner Rede bewanden lassen, denn ich habe den Eindruck, Sie haben alle Durst und Sie sollten doch was trinken. Dankeschön. Dankeschön. Geld? Richtiges Falschgeld klingt auch gut, oder? Nee, passt aber. Wir haben die Proklamation rumgebracht, wir haben unsere Ehrengäste gehabt, ihr seid alle unsere Gäste heute, wir freuen uns über jeden Einzelnen, der hier ist. Der König hat ein bisschen leise sein Freibier versprochen, aber er gibt es trotzdem. Ja? Also lade ich jetzt nochmal richtig schön ein, Königin Christa, König Dieter, fühlen sich gewogen, euch zu einem Schälchen Bier einzuladen. Ich hoffe, dass wir noch in der nächsten Zeit ein paar ruhige Minuten finden, wo wir uns mal unterhalten können, weil alle sieht man doch nicht sehr oft, aber immer freudig wieder. Ich danke euch, dass ihr heute hier seid. Musik frei!
Da ist alles klar. Schön, wo wir denn noch, wa?